Katharina, kennst du dich eigentlich aus, wie man einen neuen PC aufsetzt? Ja, ich weiß so circa, wie es funktioniert, aber ich habe es mich noch nie getraut. Wieso willst du ihn überhaupt neu aufsetzen? Na, ist schon etwas langsam und nach dem Stammtisch letzte Woche habe ich mir gedacht, bevor ich Müll produziere, sollte ich es vielleicht nochmal probieren und ihn neu aufsetzen. Deine Daten hast du eh gesichert? Ja, ich habe ein Backup von allem. Sehr gut, dann probieren wir es einfach gemeinsam und wenn wirklich irgendwas kaputt geht, dann kannst du einfach meinen alten Laptop verwenden. Wenn der Computer zu langsam geworden ist oder wenn man befürchtet, einen Virus zu haben, kann Neuaufsetzen helfen. Neuaufsetzen kann man auch Handys oder Tablets. Davor muss man aber alle Daten sichern, außer man braucht sie nicht mehr. Falls man den PC wegen eines Virus neu aufsetzt, sollte man auch sicherstellen, dass die Daten virenfrei sind, da man sonst das Problem später wieder mit den Daten zurücküberträgt. Bei Windows 10 dauert es nicht lange, den PC neu aufzusetzen. Nach dem Aufsetzen müssen alle Daten wieder überspielt werden, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Außerdem müssen alle Apps neu installiert werden und alle Einstellungen neu konfiguriert werden. Wenn der Computer alt ist, hilft aber auch oft Neuaufsetzen oder Zurücksetzen nichts. Oft gibt es dann einen Bottleneck, einen Flaschenhals. Das bedeutet, dass es schwache Teile gibt, die stärkere Teile limitieren. Im Windows Task Manager zum Beispiel kann man so etwas leicht erkennen. Wenn ein Teil zu 90 bis 100% ausgelastet ist und die restlichen Komponenten nur zu ein paar Prozent, dann hat man das Bottleneck gefunden. Beim Suchen des Bottlenecks kann man den Computer auf wenige Komponenten reduzieren, nämlich auf CPU, GPU, RAM, Festplatten und Netzwerk bzw. das Netzteil. Denn wenn es zu wenig Watt liefert, dann wird der Computer abstürzen. Ach, das war jetzt ja gar nicht so schwer. Hoffentlich läuft der Computer wieder etwas schneller. Ja, aber vielleicht hängt es auch von den Programmen ab. Also manche Programme brauchen vielleicht einfach zu viel Leistung für deinen PC. Ach, ich spiele keine 3D-Spiele oder rendere Videos. Ich werde nur Dokumente bearbeiten und im Internet surfen.